Tempel und Lebenswelten für eine Verknüpfung von Deutsch und Jüdisch. Und dieser Ort hier steht auch für die Zerstörung dieser Lebenswelten. Die Stiftung hat eines der weltweit bedeutendsten Archive zum deutschen Judentum. Sie ist ein Ort der kulturellen Veranstaltungen und auch ein gesellschaftspolitischer Ort. Sie will, so heißt es in einem unserer Statements, sie will ein Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft sein. Mir geht es bei einem solchen Abend aber zunächst einmal nur um die Vergangenheit, um Ihre Geschichte, Herr Schwarzbaum. Ich meine damit, dass ich Geschichte nicht vor allem und in erster Linie unter dem Brennglas des Heute sehen will, mit den Themen und Aktualitäten von heute betrachten will. Nein, ich will erstmal Ihrer Geschichte Raum geben. Ich sage damit, dass der Blick auf den Einzelnen wichtig ist. Ganz egal, ob man daraus etwas lernt oder ähnliches, erst einmal steht der Mensch im Mittelpunkt. Und zumindest zum Teil will ich auch das Gebot der Erinnerung, das im Judentum stark verankert ist, so verstanden wissen, nämlich als einem einzelnen Menschen seinem Leben und seiner Geschichte zugewandtes Erinnern. Dann aber, ja, sehe auch ich aufs Heute und die Zukunft und auf das Bindeglied zwischen Vergangenheit, Heute und Zukunft, als dass sich auch die Stiftung Neue Synagoge Berlin versteht. Hier gibt es eine Aufgabe, ebenso für Heute und Zukunft. Und natürlich ist es so, dass wir die Geschichten der Überlebenden auch mit dem Blick darauf hören oder lesen, dass wir Rassismus, Antisemitismus und Menschenverachtung keinen Raum mehr geben wollen in unserer Gesellschaft und dass wir die Erinnerungskultur, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland etabliert hat, als wichtiges Element unseres Selbstverständnisses sehen. Dazu gehört als Aufgabe der jetzigen und der künftigen Generation, die Zeugnisse der Überlebenden des Holocaust weiter zu vermitteln, auch in 10, in 20 oder in 50 Jahren. Wie, das ist eine Frage. Denn es geht ja, wenn wir Überlebende des Holocaust hören, nicht nur um kognitive Wissensvermittlung, sondern um emotionale Zeugenschaft, die wir einnehmen. Dies wird fehlen, wenn es keine Überlebenden mehr geben wird. Oft ist von den Zeugen, der Zeitzeugen, die Rede. Und daran stimmt wohl etwas. Dazu werden wir, zu Zeugen der Zeitzeugen, wenn wir heute Ihre Geschichte hören, Herr Schwarzbaum. Und ich glaube, deswegen sind so viele Menschen heute Abend hierher gekommen und ich danke Ihnen sehr, dass Sie da sind. Ich danke der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und ihrem Direktor Uwe Neumerker für die gute und bewährte Zusammenarbeit. Ich danke dem Organisationsteam des Abends, das hier alles möglich gemacht hat. Diesmal auf Seiten der Stiftung Neue Synagoge, allen voran Jana Blechschmidt, die bei uns für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, Anna Fischer, die heute Abend fotografiert, sowie Florian Endel, David Lode und Stefan Kummer vom Team der Stiftung. Danke für Ihren tollen Einsatz und ich muss es einmal dazu sagen, für so eine Veranstaltung, wenn wir eine Veranstaltung gerade in dieser Größenordnung machen, arbeiten dann aus dem Team auch jene mit, die laut Stellenplan dafür gar nicht zuständig sind. Ohne Sie könnten wir das heute nicht machen. Danke Ihnen, Frau Will, dass Sie zu uns gekommen sind und das Gespräch führen werden. Und ich danke Ihnen, wir alle danken Ihnen, Herr Schwarzbaum, dass Sie es auf sich genommen haben, uns allen hier und übrigens noch vielen anderen, wir haben hier Livestream auf Facebook, vielen hier uns und anderen zu erzählen. Danke. You are.
Verehrter Herr Schwarzbaum, es ist mir eine besondere Ehre, dass wir uns heute hier wiedersehen, wie wir uns kennengelernt haben. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Liebe Anne Will, es ist wie immer charmant und eine große Ehre, Sie Ihnen zu begegnen. Es ist das zweite Mal, dass wir zusammen ein solches Gespräch durchführen. Und Ihnen, liebe Frau Siegemund, erst einmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier gemeinsam diese Veranstaltung in diesem wunderbaren, besonderen Ort durchführen können. Es ist nicht die erste Veranstaltung mit einem Zeitzeugen hier in der neuen Synagoge, diesem Prachtbau, Sie erwähnten es bereits. Das allererste Zeitzeugengespräch, das Sie schon von einem Denkmal überhaupt durchgeführt hat, am 27. Januar 2009, hat genau hier stattgefunden, mit Michael Wieck, einem Überlebenden aus Königsberg. Wir hatten weitere besondere Gespräche hier, unter anderem mit Maria Blitz, die den Todesmarsch nach Berlin überlebt hat. Wir hatten mit Klaus Aufrichtig aus Breslau hier ein Gespräch und vor zwei Jahren, das war das letzte, mit Ulrich Ranoch aus Kaunas, der leider im letzten Jahr verstorben ist. Und heute ist ein sehr besonderer Abend, da wir Sie, lieber Herr Schwarzbaum, hier begrüßen dürfen, Sie mit Ihrem bemerkenswerten Leben. Wir haben uns kennengelernt vor ein paar Jahren, haben Sie am Gleis 17 geredet, eine wahrhaft beeindruckende Rede, und im letzten Jahr haben Sie anlässlich des 2. August am Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas geredet, da Sie Zeitzeuge der Auslöschung des sogenannten Zigeuner-Familienlagers 1944 waren. Und letztmalig in diesem Jahr sind wir uns begegnet am 19. Juli, als wir zusammen uns Vivian und Kate begrüßt haben. Dieses Foto finden Sie auf der Einladungskarte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor genau einer Woche fanden landesweit nicht nur Feiern, Jubelfeiern angesichts des Mauerfalls, des Jubiläums des Mauerfalls statt, nein, auch des 79. Jahrestages der sogenannten Reichspogromnacht wurde deutschlandweit gedacht. Ein Jahr später, im September 1939, brannten die Synagogen, aber diesmal in Polen, auch in ihrer Heimatstadt Benzin, in der Synagoge, der dortigen Synagoge, verbrannten auch Menschen mit. Der Vernichtungskrieg gegen Polen war der Auftakt eines Feldzuges gegen die Menschlichkeit, eines Feldzuges, der vor allem eines zum Ziel hatte, die Juden Europas auszulöschen. Polen ist sicherlich das Land, das mit am meisten gelitten hat. Die deutschen Vernichtungslager befanden sich auf polnischem Boden. Der Vernichtungskrieg wurde dann im Juni 1941 auf dem Gebiet der Sowjetunion fortgesetzt durch Massenerschießungen, durch den Mord an Gaswagen. Am Ende waren 6 Millionen europäische Juden ermordet und viele Millionen anderer auch. Dies ist deutsche Schuld, vor allem aber heutzutage ist es deutsche Verantwortung, uns dieser Verbrechen zu erinnern, die Opfer zu würdigen. Wir leben in schwierigen erinnerungspolitischen Zeiten. Wir leben in einer Zeit, in der eine Partei, die mittlerweile im Bundestag vertreten ist, das nationale Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet hat. Eine Partei, die eine 180-Grad-Wende in unserer Erinnerungspolitik fordert. Wir sollen auch deutsche Soldaten wieder ehren. Das ist keine schöne Sache. Aber diese Demokratie ist stark, aber die Demokratie liegt von Beteiligung. Und wir werden dieser Tendenzen, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, nur dann Herr, wenn wir uns dagegen wehren, wenn wir uns aktiv an dieser Demokratie beteiligen. Und solche Abende wie heute gehören dazu. Mit den 92 Abgeordneten der AfD, einer von denen gehört in das Kuratorium der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas entsandt. So sieht es das Gesetz vor. Jede Bundestagsfraktion. Aber auch mit denen muss man sich auseinandersetzen. Nicht mit Trillerpfeifen, sondern mit Argumenten, mit Inhalten, mit vernünftiger Politik. Denn nur dann können wir sie demaskieren bzw. in die Pflicht nehmen. Und ich denke, ein Abend wie der heutige führt uns nochmal vor Augen, was Deutsche Menschen angetan haben, was im deutschen Namen passiert ist und warum es diese erinnerungspolitische Wende um 180 Grad nicht geben kann, nicht geben wird, nicht geben darf. Sie alle
tragen dazu bei. Und jetzt Reue, das ist immer das schwierige Wort, dennoch dürfen wir an einem Abend teilnehmen, der etwas ganz Besonderes, an einem ganz besonderen Ort mit zwei ganz besonderen Menschen ist. Ich danke auch meinen Mitarbeiterinnen, die ziehe ich jetzt nicht alle namentlich auf, das dauert dann zu lange, und wünsche uns einen spannenden Abend. Dankeschön. Ganz sicherlich durchziehen wird, wie stemmen wir uns gegen absurde Wünsche wie dem, eine Energie, eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad zu vollziehen. Und ganz ehrlich, Herr Neumark, ich bin entsetzt, dass in Ihrem Zusammenhang dann auch einer der AfD-Politiker sein wird, aber da Sie sich vorgenommen haben, sich argumentativ mit ihm auseinanderzusetzen, habe ich große und berechtigte Hoffnung, dass das klappen wird. Danke Ihnen dafür, Herr Neumacker. Meine Damen und Herren, natürlich ist jedes Zeitzeugengespräch, das versteht sich von selbst, ein ganz besonderes. Ich finde es auch ganz wunderbar, dass wir diese Zeitzeugengespräche haben, aber ich möchte Ihnen eins versprechen, das kann ich auch jetzt schon sagen, und das liegt ganz eindeutig an Leon Schwarzbaum, dass dieses ein Gespräch wird, das auf eine Art besonders, also noch besonderer ist vielleicht als andere. Und das liegt daran, und das passt zu dem angesprochenen Gedanken, dass Leon Schwarzbaum Zeitzeugenschaft in einer ganz besonderen Art und Weise versteht. Darüber sprechen wir ja hier, wenn wir Zeitzeugen einladen können und ihnen zuhören dürfen. Leon Schwarzbaum hat Zeitzeugenschaft insoweit als sehr besonders genommen, als er im vergangenen Jahr, und das werden Sie mitbekommen haben, darauf will ich aber heute auch noch mal viel Augenmerk legen, an einem der zweifellos wichtigsten Gerichtsprozesse der Nachkriegszeit nicht nur teilgenommen hat, sondern durch seine Zeugenaussage, dadurch, dass er dort als Nebenkläger aufgetreten ist, für uns alle, glaube ich, sehr viel bewirkt und erreicht hat. Also, ich fühle mich tief geehrt, Herr Schwarzbaum, und ich freue mich wirklich, dass ich mit Ihnen sprechen darf. Herzlich willkommen, Leon Schwarzbaum. Herr Schwarzbaum, ich will vielleicht für alle nochmal sagen, was das für ein Prozess war im vergangenen Jahr, der im Februar begann und im Juni mit einem Urteil endete. Es wurde angeklagt und es wurde ihm der Prozess gemacht, der frühere SS-Mann Reinhold Hanning, der 2,5 Jahre lang als Wachmann in Auschwitz war und der sich deshalb dann eben vor etwas mehr als einem Jahr jetzt in Detmold verantworten musste für, und das war so wichtig, für Beihilfe zum Mord in, und das kann man nie verstehen, Beihilfe zum Mord an mindestens 170.000 Menschen. Ich weiß gar nicht, Herr Schwarzbaum, vielleicht erzählen Sie es uns. Können Sie sich erinnern an den Tag, an dem Sie erfahren haben, dass dieser Prozess stattfinden wird und dass Sie aufgefordert waren, dort als Zeuge auszusagen? Ich habe erfahren, dass der Prozess in Detmold stattfindet und dass ich als Zeuge erscheinen sollte. Daraufhin habe ich geantwortet, dass ich bereit bin, auszusagen und in Detmold gegen den Zeugen, also den Angeklagten Hanning, vorzugehen. Also, Sie waren sofort entschlossen, das zu tun? Ich war sofort entschlossen, ja. Warum ist das so? Warum können Sie das sofort tun? Er war derjenige, der meine Eltern hier in Auschwitz
in Empfang genommen hat. Und er hat die Leute eingeteilt, die dazu eingekreist haben, und die haben die Leute aus den Waggons rausgetrieben und in die Vernichtung geführt. Und das war eine Sache, die mich persönlich auch sehr berührt hat. Meine Eltern sind dann gleich am selben Tag ermordet worden. Und ich habe das erfahren 4 Wochen später, als man mich nach Auschwitz gebracht hat. Dass meine Eltern eben gleich in die Krematorium gingen. Sie sagen, Sie waren sofort entschlossen. Sie wussten, warum Sie das machen, auch für wen, nämlich nicht zuletzt für Ihre Eltern, aber für Ihre ganze Familie, die ausgelöscht worden ist durch die Nazis. Ich habe mich gefragt, hatten Sie, also wussten Sie sofort, dass Sie die Kraft haben werden, auch mit einem Täter sich selbst zu konfrontieren? Das habe ich natürlich damals, als ich in Auschwitz war. Ich meine jetzt, als Sie gefragt wurden, ob Sie zum Prozess kommen und ob Sie dort aussagen würden, wussten Sie da sofort, dass Sie die Kraft haben werden, sich mit dieser Konfrontation... Ja, das wusste ich, dass ich die Kraft habe. Und warum wissen Sie das so? Ich tat das auch nicht nur für meine Familie, die umgebracht wurde. Ich tat das auch für all die Menschen, die ermordet wurden. 6 Millionen Menschen jüdischen Glaubens sind ermordet worden. Das ist die Hälfte der jüdischen Bevölkerung auf der Welt. Das sehe ich so, dass ich das erzählen muss und sagen muss und eintreten muss. Und das ist mir wichtig, jungen Leuten zu erzählen, was für eine Geschichte wir hier haben. Was haben Sie sich von diesem Prozess dann, Sie merken, ich bleibe da immer bei, was haben Sie sich von diesem Prozess erhofft? Ich habe mir erhofft, dass der Angeklagte spricht. Mir ging es nicht darum, dass der ins Gefängnis wandert. Er ist ein alter Mann, so alt so wie ich, so alt wie ich, das ist derselbe Jahrgang. Aber ich wollte, dass er erzählt, was er in Auschwitz erlebt hat. Er ist doch nicht in Auschwitz, ich sagte zu ihm, du bist doch nicht in Auschwitz spazieren gegangen. Was hast du denn da gemacht? Erzähl mal. Er hat es nicht erzählt. Ich habe Sie vor ein paar Wochen mal zu Hause bei sich besucht. Und da haben Sie mir die Erklärung vorgelesen, die Sie im Februar 2016, als Sie dann bei dem Prozess in Detmold sind, auch dort abgegeben haben. Und ich war so beeindruckt, dass ich mir gewünscht habe, dass Sie sie heute Abend bitte nochmal verlesen würden. Und meine Damen und Herren, mir ist daran aufgefallen, wie nüchtern und wie präzise Herr Schwarzbaum berichtet, was eigentlich unsagbar ist, meinem Empfinden nach. Und er hat gesagt, er würde genau das Ihnen auch nochmal zu Gehör bringen, sodass Sie sich vielleicht reinversetzen können in diese Situation in Detmold, als Herr Schwarzbaum konfrontiert mit dem früheren SS-Wachmann Reinhold Hanning diesen Text vorgelesen hat. Brief an Hanning. Ehemalige Häftling Nummer 132, 624. Herr Schwarzbaum, darf ich Sie unterbrechen? Pardon, das ist jetzt unfreundlich. Ja. Dass Sie zunächst vielleicht die Erklärung vorlesen und danach den Brief, damit wir in der Chronologie bleiben. Ja, okay. Gut. Pardon, wir werfen die Zettel durcheinander. Ich habe hier den Brief. Was ist das? Nein, das ist die Zeugenaussage. Das ist sie.
Das ist Hans-Erich Fied, der im Moment hat einen Film gemacht über Leon Schwarzbaum und unterstützt Leon Schwarzbaum sehr. Danke, Fied, dass Sie uns jetzt geholfen haben. Schriftliche Erklärung vorgetragen im SS-Auschwitz-Prozess in Detmold am 11.02.1916. Ich bin am 20. Februar 21 in Hamburg-Altona geboren. Ich bin das einzige Kind von Josef und Estella Schwarzbaum. Mein Vater war Altmetallhändler in Hamburg. 1924 sind wir nach Polen umgesiedelt, weil meine Mutter Heimweh nach der Heimat hatte. Wir zogen nach Benzin in Oberschlesien, nahe bei Katowice. Ich besuchte das Fürstenberg-Gymnasium, wo ich im Juli 1939 Abitur gemacht habe. Meine ganze Familie lebte in einem Haus. Meine Eltern stellten auf den Dachboden Daunendecken und Steppdecken her. Die Stadt Benzin war weitgehend jüdisch geprägt, voller Kultur und Leben. Ein Leben, das nie wieder zurückkehrte, auch nicht nach dem Krieg. Das Leben verlief in geraden, ordentlichen Bahnen. Ich spielte Basketball, Tennis, mit Freunden machte ich Musik. Wir mochten den amerikanischen Swing, wir nannten uns die Jolly Boys. 4 Wochen nach meinem Abitur brach das Unheil über uns herein. Gleich Anfang September wurden in Benzin in der Synagoge Menschen erschossen und verbrannt. Auf der Straße wurden Polen exekutiert. Doch trotzdem kam uns das Grauen erst scheibchenweise zu Bewusstsein. Der Vater war sich sicher, die Deutschen sind anständige Menschen, die wenigen aus dem Volk sind Dichter und Denker. Die Enttäuschung mussten wir bitter am eigenen Leib erfahren. Schritt für Schritt nahm die Entrechtung ihren Lauf. Juden durften keine Hunde, keine Katzen haben, dann keine Fotoapparate und keine Radios. Dann war es verboten, die Hauptstraßen zu betreten. Die Schulen wurden geschlossen. Nach den Verboten wurde es noch schlimmer. Alle Juden wurden in das Ghetto von Benzin. Das hieß Kamionka, das waren, da lebten früher vor dem Krieg Polen, die man dann umgesiedelt hat. 10.000 Menschen waren dort eingesperrt. Ende der Juni 1943 waren die meisten ausgesiedelt, wie sie der Schöning hieß. Dabei wurden alle in Züge nach Auschwitz verfrachtet, das nur 50 Kilometer von Benzin entfernt ist. Viele wussten, was Auschwitz bedeutet. Wir wussten, was Auschwitz bedeutet. Ich wurde von meiner Familie getrennt und blieb als Einziger zurück und wurde am Anfang August 1943 nach Auschwitz verschleppt. 35 Menschen sind aus meiner Familie ermordet worden. An der Sammelstelle, wo die Juden in die Züge gezwungen wurden, wurde ich erstmal Zeuge eines Mordes. Ein SS-Offizier namens Peikert gibt einem älteren Soldaten den Befehl, ein etwa 17-jähriges Mädchen zu erschießen. Er stand ungefähr 10 Meter von mir entfernt. Der Soldat hat Hemmung, weigert sich zweimal. Da greift der Offizier zur Pistole und zog das Mädchen an den Haaren hoch und erschießt das Mädchen. Ich stand daneben und hatte auch versucht zu fliehen. Er hat mich nicht erschossen. Man hatte eine Ahnung davon, was in Auschwitz passierte. Zum Beispiel durch Gefangene, die geflohen waren, oder von polnischen Maurern, die mit an den Krematorium arbeiten mussten. Mit dieser Vorahnung warfen manche Eltern ihre kleinen Kinder aus den fahrenden Zügen in der Hoffnung, wenigstens diese würden überleben. Ankunft in Auschwitz, an der Rampe. Los, los, schnell, schnell, SS-Männer treiben uns voran.
Hunde bellen, Selektion, dann Haare abschneiden, entlausen, Nummer tätowieren. Der Tätowierer, selbst ein Jude, gib mir den Tipp, der mich rettet. Wenn du am Leben willst, dann suche dir auf jeden Fall eine Tätigkeit. Er sagt mir auch, dass die Juden aus Benzin, die mit den Transporten nach Auschwitz kamen, sofort nach Auskunft vergast wurden. Ich wusste also, dass meine Eltern und die anderen Verwandten nicht tot sind. Wer kann gut laufen, fragt der Lagerärztin am nächsten Morgen beim Appell. Ich springe sofort aus der Reihe und denke, das ist die lebensrettende Tätigkeit. Ich wurde also Laufbursche von einem kriminellen Häftling mit einem grünen Winkel namens Tim. Bewusst wurden diese normalen, brutalen Verbrecher von der SS den Gefangenen als Chefs übergeordnet, um diese zusätzlich zu demütigen. Meine Aufgabe ist ein bisschen Laufen nicht getan. Ich musste den Lagerältesten über alles auf dem Laufenden halten, was sich im Lager tut, und ihn in Windeseile auf dem riesigen Gelände ausmachen, um ihm etwa zu melden, wenn jemand Wichtiges ins Lager kommt. Die Aufgabe ist anstrengend und gefährlich. Wenn ich versagt hätte, hätte mich der Lagerältester Tim sofort ans Messer geliefert. 10 bis 14 Stunden hielt ich Ausschau nach Neuankömmlingen und schlief mich selten im Stehen ein. Dieser Lagerälteste, der unter anderem gefangene Juden aus Saloniki, die Ringkämpfe waren, zu seiner Belustigung Ringkämpfe durchführen ließ, entpuppte sich bei vielen Gelegenheiten als Menschenquäler. Er wurde später auf einem Transport in ein anderes Lager von Mithäftlingen umgebracht. Sprechen konnte ich auch mit einem Angehörigen der Sonderkommandos, die abgetrennt von anderen Gefangenen lebten. Hinter dem harmlos klingenden Namen des Sonderkommandos verbargen sich diejenigen Juden, die zur seligen Schonung der SS-Männer dazu gezwungen wurden, die Menschen in die Gaskammern zu führen und die Ermordeten auszuplündern und ihnen die Goldsinne auszuschlagen. Diese Unglücklichen litten unter der erzwungenen Mittäterschaft und wurden als Zeugen regelmäßig selbst ermordet und durch neue Leute ersetzt. Von ihnen haben nur wenige die Shoah überlebt. Immer hungrig und immer Angst vor der Selektion sah der normale Tagesablauf im KZ so aus, dass man morgens um 5 Uhr geweckt wurde, sich mit kaltem Wasser wusch und abends um 19 Uhr das Licht ausging. Mehrere hundert lebten auf engstem Raum, wo man abends eine Läusekontrolle über sich ergehen lassen musste. Das geschah alle paar Tage. Wir hatten alle Angst vor Typhus. Wir hatten Angst, ein Muselmann zu werden. So wurden die todkranken, unterernährten Menschen genannt, die mit einer Decke über den Kopf wie lebende Tote umherwankten. Angst hatte man auch vor unberechenbaren lettischen, deutschen und ukrainischen SS-Leuten, die schon mal aus Spaß durch Zäune auf die Gefangenen schossen. Relatives Glück. Im Unglück hatte ich auch, als die Leute von Siemens nach Berlin kamen und Fachleute, Schlosser und Feinmechaniker suchten. Ich habe mich gemeldet. Geht nicht. Ich habe mich gemeldet als Galvanotechniker und wurde genommen für das Siemens-Nebenlager in Bobrek,
das nur 8 Kilometer von Auschwitz entfernt war. Im Ghetto von Belzin habe ich in einer Galvanisierungsfirma arbeiten müssen. Meine neue Arbeit bestand zusammen mit etwa 250 Kameraden und 30 Frauen darin, eine Fabrik für Siemens aufzubauen. Noch in Auschwitz, als wir auf den morgendlichen Lastwagen nach Bobrek warteten, wurde ich Zeuge eines Transports aus Ungarn. Die erschöpften Menschen von der langen Reise ohne Essen und Trinken sahen uns an und riefen: Wasser, Wasser. Wir konnten nichts machen und auch nichts sagen. Die gingen zu Fuß zu den Gaskammern. Eine halbe Stunde später waren sie alle tot. In Bobrek ist niemand von uns selektiert oder erschossen worden. Die Todesmärsche waren schlimmer als das Leben in Bobrek. Wer auf den Märschen Schlapp machte, wurde erschossen. Als die Russen näher kamen, im Januar 1945, bekam jeder eine Decke und ein kleines Brot und musste in Holzschuhen nach Gleiditz marschieren. In Gleiditz waren die Baracken überfüllt und wir mussten draußen bei Kälte und Schnee kampieren. Wir saßen auf einem kleinen Bäuerchen und der Schnee und die Kälte, die setzten uns richtig zu. Von Gleiditz ging die Fahrt in offenen Waggons nach Buchenwald. Von dort holten uns Siemens-Leute wieder nach Berlin. Wir landeten im Außenlager Haselhorst in Berlin-Spandau, dort, wo jetzt der große Metromarkt ist. Wir waren wie eine Schicksalsgemeinschaft mit unseren Peinigern. Wir wurden gleichermaßen von den amerikanischen und britischen Flugzeugen bombardiert. Eine Bombe traf den Bunker mit 30 SS-Leuten. Die waren sofort tot. Wir mussten die Leichen und die Trümmer beseitigen. Wir waren noch nicht frei. Das Lager brannte aus und man brachte uns über Bernau mit der S-Bahn nach Sachsenhausen. Als die Russen nahe an Berlin waren und rückten, brachte uns die SS auf einen Todesmarsch Richtung Nordwesten. Unter anderem waren wir im Berower Wald. Wir schliefen auf dem Boden und bekamen keine Verpflegung. Wir haben Gras und Brennnesseln gegessen und Rinde von den Bäumen. Die Todesrate, die war sehr hoch. Wer nicht laufen konnte, wurde erschossen. Kurz vor Schwerin wurden wir am 5. Mai 1945 von den Amerikanern befreit. Danach kamen die Russen. Ich habe danach versucht, noch Freunde und Verwandte in der alten Heimat in Belgien zu finden, habe aber niemanden mehr gefunden. Über Umwege, mit Hilfe eines jüdischen Fluchthelfers, bin ich von Polen aus nach Berlin gekommen und dort geblieben. Ich war zwar ein Jahr in Amerika, dort hat es mir aber nicht gefallen und ich bin wieder zurück nach Berlin gekommen. Mit meiner Frau habe ich ein Antiquitätengeschäft in Berlin am Württembergplatz geführt. Seitdem sie gestorben ist, bin ich häufig in Schulen unterwegs, denn es ist mir wichtig, den jungen Menschen meine Erfahrung mit den Nazis mitzuteilen. Es verfolgen mich bis heute jeden Tag Bilder aus der Zeit. Eines jedoch kommt immer wieder hoch. Auschwitz-Birkenau, mal wieder eine Blocksperre. Man durfte nicht draußen sein und nicht durch die Ritzen der Baracke schauen. Der SS-Sturmführer Schwarzhuber, ein Österreicher, fährt auf einem Motorrad vor einem Lastwagen her, der vollgestopft ist mit nackten Menschen. Die Menschen heben die Arme hoch. In den Himmel. Sie weinen und sie schreien. Niemand konnte ihnen mehr helfen. Die SS war grausam und sadistisch. Die Nazis haben mein Leben zerstört.
35 Angehörige meiner Familie sind ermordet worden. Je älter ich werde, je mehr muss ich an das Geschehene denken. Ich bin jetzt fast 97 und träume häufig davon. Warum haben diese Menschen so etwas getan? Warum haben so viele mitgemacht? Was war der Grund oder die Motivation? Das möchte ich gerne wissen. Warum so viele Millionen Juden, Sinti und Roma und andere Menschen ermordet wurden? Herr Hani, Sie sind ein fast Gleichalter, 95 damals, und wir stehen beide vor dem höchsten Gericht. Ich möchte Sie auffordern, uns die historische Wahrheit zu erzählen. Sprechen Sie über den Ort, über das, was Sie und Ihre Kameraden getan haben und erlebt haben, so wie ich es für meine Seite tue. Ich danke dem Gericht in das Wort. Soll ich den Brief vorlesen, den ich geschrieben habe? Gleich. Ich würde gerne zunächst einmal Ihnen danken, meine Damen und Herren. Danke, Herr Schwarzbaum, dass Sie das auch jetzt nochmal geschafft haben, in dieser Ihnen und der Erklärung eigenen Präzision zu sagen, was nochmal absolut unsagbar und auch unfassbar ist, was Ihnen angetan worden ist und Ihrer Familie. Mir war wichtig, dass wir es von Ihnen hören, so wie Sie es auch und nicht zuletzt dort in Detmold sagen wollten, wie Sie es dann ganz oft auch schon in Schulen, wo Sie hingehen, bei anderen Gelegenheiten gesagt haben. Darf ich mit Ihnen mich nochmal reindenken in die Situation dort in Detmold? Und Sie, meine Damen und Herren, denke ich, haben auch Fragen daran. Herr Hanning, ein früherer SS-Mann, der stellvertretend für das massenmörderische System, auch für die Vernichtungsmaschinerie Auschwitz steht, hört Ihnen zu. Als Sie das vorgelesen haben, was Sie uns jetzt noch einmal vorgelesen haben. Sie haben ja, so habe ich nachgelesen, Herrn Hanning auch direkt konfrontiert. Haben Sie gesehen, ob er Sie angeschaut hat, als Sie ihm abverlangen, jetzt an diesem Zeitpunkt, er ist genau wie Sie 1921 geboren, die historische Wahrheit zu sagen, hat er Sie angeschaut in dem Moment? In dem Moment, er saß die ganze Zeit mit dem Kopf Richtung Fußboden. Und als ich ihn angesprochen habe, hat er den Kopf hochgezogen und hat mich angeschaut. Aber was haben Sie in dem Blick gesehen? Haben Sie das Gefühl gehabt, er würde sich selber dazu bringen, vollumfänglich auszusagen, was er gemacht hat? Ich habe die Hoffnung, ja, dass er spricht. Nicht, dass er, mir lag auch gar nichts daran, dass er nun verurteilt wird und ins Gefängnis kommt, als alter Mann. Sondern mir war es daran, ich wollte hören von ihm und nicht nur ich, sondern die Presse und all die Rechtsanwälte, die da saßen, die wollten alle von ihm die Wahrheit hören. Da hat er nicht gesprochen. Er hat die ganze Zeit nicht gesprochen. Es gibt nur einen einzigen Moment, glaube ich, wo er dann spricht. Er lässt zunächst eine sehr lange Erklärung vorlesen von seinem Anwalt, wo er sagt oder sagen lässt, wie sein Werdegang war, auch dass er eine schwierige Kindheit hat, warum er zur SS gegangen ist, weil er nicht fronttauglich war, nach Auschwitz kam, warum das geschah, dass er wusste, das sagt er auch, was in Auschwitz geschah, aber er legt Wert darauf, dass er nie an der sogenannten Rampe in Birkenau Dienst getan habe. Das glaube ich ihm nicht, dass er das tatsächlich getan hat.
Der hat nämlich die Leute eingeteilt. Wenn die Züge angekommen sind, haben sie die Leute, die SS-Leute, die Züge eingekreist von allen Seiten mit Hunden. Frauen-SS waren auch dabei. Und man hat die Menschen brutal aus den Waggons rausgetrieben. Das musste schnell gehen. Ich glaube nicht, dass der das nicht gewusst hat, was da geschieht. Er hat die Leute eingeteilt. Das waren seine Truppe, die eingeteilt hat. Er sagt nur, glaube ich, in dieser Erklärung, er lässt es so verlesen, und da ist er ja auch von seinen Anwälten beraten, dass er sich die Rampe einmal angeschaut hat, die neue Judenrampe. Sehr interessant fand ich dann, wie diese Erklärung zu Ende geht. Er sagt nämlich, und vielleicht sind wir dann bei dem Thema auch der Zeitzeugenschaft nochmal, sie sagen ihm ja auch direkt ins Angesicht, er soll sprechen. Er soll die Wahrheit sagen. Und er lässt also vorlesen, ich habe weder mit meiner Ehefrau oder meinen Kindern oder Enkeln jemals über Auschwitz gesprochen. Dass ich in Auschwitz tätig war, ich konnte einfach nicht darüber reden, ich habe mich geschämt, sagte er. Ich habe dann immer gesagt, dass ich am Russlandfeldzug teilgenommen und anschließend in Kriegsgefangenschaft geriet. Ich habe mein Leben lang versucht, diese Zeit zu verdrängen. Auschwitz war ein Albtraum. Ich wünschte, nie dort gewesen zu sein. Und danach, nachdem der Anwalt fertig ist mit dieser Erklärung, greift Herr Hanning, glaube ich, in seine Jackentasche und spricht zum ersten und einzigen Mal in diesem Prozess und sagt, Moment, ich möchte Ihnen sagen, dass ich zutiefst bereue, einer verbrecherischen Organisation angehört zu haben, die für den Tod vieler unschuldiger Menschen, für die Zerstörung unzähliger Familien, für Elend, Qualen und Leid auf Seiten der Opfer und deren Angehörigen verantwortlich ist. Ich schäme mich dafür, dass ich das Unrecht sehend geschehen lassen und dem nichts entgegengesetzt habe. Ich entschuldige mich hiermit in aller Form für mein Verhalten. Es tut mir aufrichtig leid. Warum haben Sie ihm seine Reue und diese Entschuldigung, Herr Schwarzbaum, nicht abnehmen können? Ich habe angenommen, dass das, was er jetzt erzählt, nur seine Verteidigung wäre. Ich habe ihm das in meinem Brief auch geschrieben. Und dazu muss man wissen, Entschuldigung, das ist ja wirklich toll, denn Herr Schwarzbaum geht unmittelbar vor der Urteilsverkündung hin und gibt Reinhold Hanning diesen Brief. Ich habe den Brief seinem Anwalt gegeben, weil ich traute mich nicht an den Weg gar nicht heran. Ich habe ihm geschrieben, ich, ehemaliger Häftling des Konzentrationslager Auschwitz Nummer 132-624, Birkenau, Buchenwald, Haselhorst, Sachsenau, all die Plätze, wo ich war. Herr Hanning, nicht die irdische Gerechtigkeit, sondern die göttliche wird sich für die Barbarei richten, die die SS der Menschheit angetan hat. Ihre Kompanie mit ihren ehemaligen Kameraden wird dann zu Ende sein. Vor Gott werden sie die Wahrheit sagen müssen, die sie uns hier in Prozess in Detmold vorenthalten haben. Angesichts der millionenfachen Quälereien und Morde haben sie uns ein unglaubwürdiges Bild eines relativ unbeteiligten Beobachters geliefert. Statt die historische Wahrheit zu sagen, für die Menschheit und Nachwelt darzustellen, verstecken sie sich hinter Ausreden, Schweigen und hinter Paragraphen. Im Prozess saßen sie und schwiegen. Zwar haben sie sich in ihrer Erklärung von der SS distanziert, aber aufgrund ihres gesamten Verhaltens ist ihre Erklärung für mich nicht glaubwürdig. Für mich ist ihre Aussage ein Lippenbekenntnis und vor Gericht mildernde Umstände zu erlangen. Sie haben eine Chance vertan, um mit sich ins Reine zu kommen. Nun müssen Sie bis an Ihr Lebensende in der Dunkelheit Ihres Gewissens leben. Die SS hat zahlreiche Konzentrationslager
in ganz Europa errichtet. Eine Mordmaschinerie in Gang gesetzt, wie sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Wie am Fließband hat diese Maschinerie funktioniert und sie waren ein Teil dieser tödlichen Arbeitsteilung. Die Züge der Deutschen Reichsbahn führten ununterbrochen in die Vernichtung. Ohne deren Hilfe wäre die Vernichtung gar nicht möglich. Ganze Völker sollten ausgelöscht werden. Hatten sie nicht, sie denn kein Mitleid, wenn sie sahen, wie kleine Kinder mit ihren Müttern ausgesondert wurden? Sie wussten doch, dass die Menschen in Auschwitz ermordet werden. Das haben sie zugegeben. Mussten sie nicht an die Kinder von Auschwitz denken, als sie ihre Kinder und Enkel aufwachsen sahen? Am Anfang des Prozesses hier in Detmold habe ich nur gar noch Mitleid mit ihnen gehabt. Sie sind ein alter Mann, so wie ich. Ich habe wirklich geglaubt, dass sie ein anderer Mensch geworden sind. Dann kann ich nicht mehr glauben, so wie sie sich hier in den Verfahren versteckt haben und uns mit ihrem Schweigen erneut quälen. Es gibt kein Verzeihen oder gar Vergebung. Das können nur die Toten tun, denen sie als Teil der SS das Leben nahmen. Und Tote vergeben nicht. Sie müssen mit dem Fluch des unausgesprochenen Lebens bis zu ihrem Lebensende, dafür bedauere ich sie. Es mag an ihnen die historische Wahrheit zu sagen, so wie wir in Auschwitz überleben, es hier in Detmold getan haben. Das haben sie nicht getan, obwohl sie von Seiten des Gerichts so viel Behutsamkeit ihnen gegenüber gezeigt wurde. So wie wir als Überlebende bis zum Tod mit den furchtbaren Erinnerungen leben müssen, werden sie auch bis zu ihrem Tod alleine sein. Hanning starb ein paar Monate später. Damit ist dann das Urteil, gegen das die Verteidigung Revision beantragt hatte, auch nicht rechtskräftig geworden. Hat das für Sie eigentlich noch was ausgemacht? Die Rechtigkeit hat einen richtigen getroffen, ja. Darf ich nochmal nachfragen, weil das ja auch auf der Einladung steht, dass Sie klar gesagt haben, es gibt kein Verzeihen oder gar Vergebung, das könnten nur die Toten. Trotzdem hatten Sie ja Hoffnung in Herrn Hanning, vielleicht auch insgesamt in die Täter, dass sie das bekommen, was sie die historische Wahrheit nennen. Ja, das wollte ich, das war meine Absicht. Ich wollte ihn herausfordern, ich wollte ihn auch dazu bringen, dass er die Wahrheit erzählt. Nicht, dass er nun ins Gefängnis geht, aber dass er die Wahrheit erzählt. Ja, der Jugend, die wissen wollen, ich merke doch, wenn ich in den Schulen bin, wie die Kinder sehr wissbegierig sind und wissen wollen, was passiert ist. Und was wäre das dann, was Herr Hanning Ihnen hätte sagen können? Sie nennen es immer die historische Wahrheit. Ich will das mal verstehen, weil Sie werfen die ganz großen Fragen ja an ihn auf. Wie war es möglich? Wie waren Menschen dazu in der Lage, so etwas anderen anzutun? Meinen Sie, dazu hätte er Ihnen was sagen können? Er hätte, wenn er wollte, hätte er es aber sagen können, ja. Denn ich habe ihn aufgefordert, er soll sprechen. Und er hat aber nicht geredet, er hat nicht gesprochen. Er wollte nicht. Sie haben mir über die Gespräche mit den jungen Menschen mal erzählt, dass die Ihnen eine, wie ich finde, ganz tolle Frage gestellt haben. Nämlich die Frage, haben Sie unter den SS-Leuten auch mal einen Netten getroffen? Fragen junge Menschen. Und Sie haben gesagt, nein. Nein, ich habe keinen getroffen. Nein. Nicht einen.
Die waren brutal, die waren von ihrer Nazi-Propaganda überzeugt und die waren nur darauf aus, Menschen zu quälen, Menschen zu vernichten. Die SS war eine Bande von Dieben und Verbrechern, die nur darauf ausgerichtet war, Menschen zu quälen, auszurauben und zu töten. Raffiniert war deren System, Menschen während der Fahrt in die Vernichtungslager, Vernichtungsstätten zu schwächen, während der Fahrt in Waggons zu den Bestimmungsorten und Vernichtungsorten bekam sie kein Wasser und kein Essen. Erschöpft, geschwächt, leisteten sie keinen Widerstand. Der Weg führte in die Todesfalle, in die Krematorien. Die Menschen wurden von der SS getäuscht, dass sie jetzt baden sollen und dann Essen bekommen. Und die sollen sich merken, wo ihre Kleider hingelegt haben. Der Bunker war so eingerichtet wie eine Badeanstalt. Leider war das die letzten Minuten des Lebens der unglücklichen Menschen. Die SS schlossen blitzschnell die Tür. Der Todeskampf nahm seinen Anfang. Zyklon B-Gas strömte in diesen Raum. Dass Sie irgendwann für sich entschieden haben, dass Sie öffentlich, wie jetzt hier, sprechen wollen. Ich muss sprechen. Ich spreche nicht für mich, ich spreche für die Toten. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie begonnen haben, als Ihre Frau verstorben ist. Und bis dahin, wenn ich das richtig weiß, und das hat mich total beeindruckt, haben Sie gesagt, ich habe auch lange nicht gesprochen, weil ich, so haben Sie es im Interview mal gesagt, ich hoffe, das stimmt, weil ich einfach vergessen wollte. Ich wollte vergessen, aber ich habe nicht vergessen. Ich wollte. Sie haben sogar gesagt ja eben, je älter ich werde, desto mehr denke ich daran, desto mehr erinnere ich mich an das, was man mir angetan hat. Ja, das stimmt. Können Sie dagegen irgendetwas tun? Oder? Man kann dagegen nicht ankämpfen. Das steckt so tief. Man hat einen richtig, wie soll ich mich ausdrücken, man hat einen so tief verletzt als Menschen, dass man das kaum vergisst. Man hat an die Würde genommen. Alles. Ich habe im Lager, wenn ich hinter den Stacheldraht Vögel sah, habe ich mir gewünscht, ach, warum bist du nicht ein Vogel? Der Verlust der Freiheit ist noch schlimmer als der Hunger. Für mich. Vielleicht haben andere anders gedacht. Man hat ja nur über Essen gesprochen. Sie konzentrieren sich ja sehr darauf, was Sie sagen und wie Sie es sagen. Ich finde, nochmal, es ist so großartig, wie Sie es beschreiben. Geht es Ihnen eigentlich darum, dass derjenige, der Ihnen zuhört, wirklich verstehen kann, worüber Sie erzählen, oder kann niemand, der nicht in Auschwitz war, der nicht wie Sie auf Todesmärsche gezwungen worden ist, verstehen, was man ihnen angetan hat? Menschen, die das nicht erlebt haben, können das nicht verstehen. Zu was Menschen fähig sind, andere zu quälen, das ist etwas
was ein normaler Mensch nicht versteht. Denn das war auch eine andere Welt, in der wir gelebt haben. Das war ein Dantes Inferno. Ja. Was hat das mit Ihrem Bild von Menschen gemacht? Sind Sie misstrauisch geworden dadurch? Nein, ich bin von Natur aus nicht misstrauisch, aber ein Quäntchen Misstrauen müsste eigentlich jeder Mensch haben. Sie haben ja beschrieben, wie Ihr Vater sich in den Deutschen getäuscht hat. Sehr. Er hat gedacht, ja, da gibt es Dichter und Denker in diesem Volk. Ja. Die sind nicht zu so etwas Schlimmem fähig, zumal sich in dem Moment noch nicht abzeichnen, also nicht erahnen ließ, zu was die Deutschen fähig waren. Glauben Sie, es könnte uns passieren, dass wir uns nochmal in den Deutschen täuschen? Das ist mir schwer vorzustellen. Ich stelle mir das schwer vor, dass das sich wiederholen könnte. Aber in der Welt wiederholt sich das. Wo man hinschaut, gibt es Gewalt, Unterdrückung. Wie geht es denn Ihnen, wenn Sie hören, es solle so etwas wie eine erinnerungspolitische Wende geben? Wir leben doch im Grunde genommen in einer Demokratie. Man muss sie nur anwenden. Aber dass es aber rechtsgerichtete Parteien gibt, das kann ich nicht verstehen. Das ist für mich etwas, was ich nicht verstehe. Aber das ist ein wunderbarer Satz. Wir leben in einer Demokratie, wir müssen sie nur anwenden. Ja. Man muss sie anwenden. Sie wenden sie an, auch damit, dass Sie Zeugnis ablegen darüber, was Ihnen widerfahren ist. Das bin ich den Toten schuldig, wie ich schon sagte. Ich muss das machen. Ich muss das, solange ich Kräfte habe, mache ich das. Gehe ich in die Schulen und berichte. Weil ich merke, das gibt mir nicht auch die Kraft. Ich merke, dass die jungen Leute das hören wollen. Die wollen wissen, was damals passierte. Das waren nun ihre Verwandten. Was Sie im Moment auch machen oder gemacht haben, mit auch sehr viel Kraft, die Sie dafür aufgewendet haben, ist, dass Sie an einem Film mitgewirkt haben, der über Sie gedreht worden ist. Hans-Erich Fied, haben Sie eben gesehen, der uns mit den Zetteln ein bisschen geholfen hat. Hans-Erich Fied hat den Film gemeinsam mit Leon Schwarzbaum gedreht. 105 Minuten, glaube ich, lang. Ein Kinofilm, der im Moment geschnitten wird, der bald fertig sein wird. Darin konfrontieren Sie sich auch nochmal, indem Sie an alle Orte zurückgegangen sind, die Orte Ihrer Kindheit, die Lager, die Bahnhöfe, an denen Sie waren. Ist das auch was, wo Sie sagen, das muss ich machen? Ja, das war mir ein Bedürfnis, ein Film, aber ich habe nicht geglaubt, dass es mir gelingen würde, einen Film zu machen. Das war für mich etwas. Aber ich habe meinen Freund kennengelernt und hat er sich bereit erklärt, das zu machen. Ja, Sie helfen ihm auch viel, so hat mir Herr Fied gesagt, Sie gehen voran. Zum Beispiel auch in Ihre alte Schule. Nicht, dass die Frage aufkommen könnte, dass Sie keine Drehgenehmigung haben. Dann geht Herr Schwarzbaum vor, wumm, in die Schule rein, spricht auf Polnisch sofort los, das ist Ihre Muttersprache, und macht natürlich, also Sie machen den Film natürlich nicht zuletzt möglich, der uns ein tolles Dokument sein wird Ihres Lebens. Das ist schon Ihres auch, Herr Schwarzbaum. Ja, das ist mir auch sehr wichtig und heilig.
Der Film heißt Der Letzte der Jolly Boys. Ja. Was waren eigentlich die Jolly Boys? Jolly Boys, das war eine fiktive Bezeichnung. Wir waren fünf Jungs, die Musik gemacht haben. Wir haben gesungen, wir haben ein Klavierspiel gehabt als Untermalung und wir haben dann versucht, in einem katholischen Sender aufzutreten, wir waren aufgetreten und haben wir versucht, aber da war schon der Krieg da und war schon alles unmöglich. Die Schulen, Universitäten waren geschlossen und alles war zu Ende. Was war Ihnen denn die Musik? Haben Sie sie für sich behalten können? Lieder, die Mills Brothers gesungen haben, das war sein Chor, ein amerikanischer, ein sehr guter Chor. Und das waren auch andere, Jan Kepura, aus meiner Gegend kommt. Und so haben wir verschiedene Lieder gesungen. Ja. Ich glaube, Sie singen auch in dem Film, oder? In dem Film ja auch. Versuche ich zu singen. Das war also jetzt bis gerade noch ein Geheimnis, ja. Höre ich gerade. Sie müssen aber selber lachen. Ich nehme an, Sie können sehr gut singen. Ich hoffe und nehme an, Sie können sehr gut singen, deshalb haben Sie gerade so verschmitzt gelacht. Jetzt ist mit der Zeit ist die Stimme auf. Wenn die Stimmen verstummen, Herr Schwarzbaum, was bleibt dann eigentlich? Ja, fragen Sie mich auch, was bleibt. Meine Freunde und so weiter sind schon fast alle tot. Bis auf alle, die noch am Leben sind. Aber was ist denn alles, was weg ist? Ja, was bleibt? Bleibt das, was man hinterlassen hat? An Stimme und an Schiff. Ich bin sicher, dass das bleibt, Herr Schwarzbach. Ja, ich hoffe, dass ich das schaffe. Wir, glaube ich, sind dazu verpflichtet. Wir sind Ihnen das schuldig, Ihnen und allen anderen. Das steckt ja in dem großen und so wichtigen Versprechen, dass es nie wieder passieren kann. Und je mehr wir erfahren haben von Ihnen, zum Beispiel von denjenigen, die es geschafft haben zu sprechen, desto mehr, glaube ich, können wir es leisten. Umso, das muss man ja sagen, enttäuschender, unfassbar trauriger, dass die Täter, Reinhold Hanning, alle nicht gesprochen haben. Reinhold Hanning ist, um das noch zu sagen, zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Die Bedeutung der Entscheidung in Detmold liegt aber gar nicht so sehr, muss man sagen, im Strafmaß. Das war Ihnen ja auch gar nicht so wichtig, haben Sie vorhin schon gesagt. Sondern was in diesem Verfahren zum ersten Mal klar geworden ist, und daran haben Sie, Herr Schwarzbaum, einen Anteil, dass Auschwitz ein arbeitsteilig organisierter Massenmord war und dass folgerichtig ein deutsches Gericht zum ersten Mal, also im vergangenen Jahr 2016, gesagt hat, dass man als SS-Mann für alle Morde in Auschwitz, für alle Taten dort mitverantwortlich war. Das ist ein Meilenstein, ein wirklicher Meilenstein, an dem Sie als Zeugen und Nebenkläger mitgewirkt haben. Und die Vorsitzende Richterin, Anke Groder, hat eine fantastische Urteilsbegründung geschrieben, die es sich wirklich, wirklich zu lesen lohnt. Und darin ist auch ein Satz, den sie nicht zuletzt an die Nebenkläger, auch an Sie gerichtet hat. Dieses Verfahren, so sagt sie, ist das Mindeste, was eine Gesellschaft tun kann, um den Überlebenden des Holocaust ein wenig
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Hat es sich so angefühlt, dass Sie ein wenig Gerechtigkeit bekommen haben? Ja, ja. Während des Urteils danach auch war das so, dass, woran ich geglaubt habe. Das heißt, dass die Gerechtigkeit hat gesiegt. Aber leider viel zu spät. Die Täter sind jahrelang, haben die Täter in Freiheit gelebt. Jahrelang. Und wir leben unter ihnen. Und haben vertuscht, haben sich nicht mal ihren Familien mitgeteilt, haben so getan wie Hanik, als seien sie im Russlandfeldzug gewesen, aber seien sie nicht in Auschwitz gewesen. Haben sie sehr gut getan. Leon Schwarzbaum, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeitzeugenschaft in dieser Weise auch heute wieder übernommen haben. Dafür schulden wir Ihnen wirklich Dank. Genau das im Original gehört haben, wie er Zeitzeugenschaft abgelegt hat. Das steht Ihnen sehr gut, Herr Schwarzbaum. Große Klasse, ein Johnny Boy. Herzlich bedanken.